It's me, Unicorn. Und wie ich es schon versprochen hatte, gibt es wieder mal ein Outdoor-Shooting. Und zwar diesmal als Lara Croft. Wir fahren jetzt an eine Höhle, wo neulich, also vor einer Woche, ein bisschen die Hölle los war. Wir hoffen, dass heute nicht so viel los ist, weil die Hölle, die Höhle... Geil, oder? Weil die Höhle... Die Höhle sieht einfach geil aus. Ja, Leute, mega. Und passt einfach mega krass zu Lara Croft. Und ich bin ja gerade auch mega im Tomb Raider-Fieber. Und deswegen muss ich jetzt ein Bild machen. Ein professionelles Bild. Ich habe ja gestern ein Cosplay des Tomb Raider 1... Nicht dein Wunsch. Sag mal! Sag mal! Wo ich dieses Tomb Raider 1 Outfit nachgemacht habe, weil ich habe mir da ein T-Shirt wieder gekauft von meinem Lieblingsladen. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Kick! Und jetzt machen wir heute gescheite Bilder draußen. Das Cosplay-Bild kam ja ganz gut an. Und jetzt schauen wir mal und hoffen, dass wir da freie Bahn haben und machen ein paar nette Bilder für euch. Die gibt's dann höchstwahrscheinlich morgen auf Instagram und Facebook zu sehen. Da wollen wir hin. Ah, oh, ist das nicht herrlich? Nee, jetzt ist blauer Himmel. Ich bin noch den ganzen Tag. Da hinten ist der Pack. Der muss alles tragen für mich. Alles gut da hinten? Alles gut da hinten. Jetzt müssen wir ein bisschen klettern. Aber das macht nichts, wir sind ja quietschfidel. Jetzt müssen wir nämlich eh hier klettern, ich zeig's euch mal. Doch, da kann ich schon eine Kamera rein. Schaut mal, hier geht es nämlich jetzt hoch. Und wir wollen einfach der Höhle. Ja. Na dann wünscht uns mal Glück. Wünscht uns Glück, dass es uns nicht reinschlägt. Hey, 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 guck mal, Zootiere? Eistiere. Eistiere. Neandertaler gehen auf Jagd. Wo ist Margarete? Vielleicht finden wir die hier. Das Tomb Raider Shooting ist jetzt tatsächlich ja schon ein paar Monate her. Wir haben jetzt Januar und ich komme erst jetzt zu der Verabschiedung dieses Videos. Ich hoffe, euch hat dieses kleine süße Making-of gefallen. An diesem Tag war es ziemlich kalt. Ich weiß auch, dass ich nach diesem Shooting sehr, sehr fertig war. Dabei sind nämlich so, so viele tolle Bilder entstanden. Falls ihr diese Bilder dann sehen wollt, dann folgt mir doch auf Instagram. Ich blende es mal hier oben ein. Dort teile ich immer meine Bilder mit euch und manchmal auch ein paar kleine Live-Making-Offs, wenn ich gerade direkt vor Ort bin, nehme ich Stories auf. Die sind aber auch auf Facebook geshared. Da könnt ihr mir gerne auch ein Like hinterlassen, dann seht ihr das auch. Ich mache sehr, sehr gerne so Making-Offs. Erstens mal, was mich auch immer total brennend interessiert, so Behind-the-Scenes und Making-Offs. Und weil ich auch euch zeigen möchte, wie viel Arbeit und Liebe in meinen Bildern eigentlich steckt oder auch in Videos, die ich aufnehme. Und das würde ich halt so wahnsinnig gerne teilen. Und das ist halt dann einfach auch interessant, wenn man dann das Endprodukt sieht auf meinen Social-Media-Kanälen wie Instagram und Facebook und dann eben halt auf YouTube sieht, wie viel Arbeit und Liebe da einfach dahinter steckt. Ja, am besten, ihr folgt mir da, dann verpasst ihr da auch kein Bild, das ich hier in irgendeinem Making-of vorgestellt habe. Falls ihr interessiert seid, einen Speedrun zu sehen zu Resident Evil 1 Remake, dazu werde ich hier bald auch mehrere Videos sharen, um euch Tipps zu geben, wie ihr am besten und am schnellsten eure Zeit erreicht.
Ich habe meine Zeit noch nicht erreicht. Ich hoffe aber, dass ich sie bald erreichen werde. Ich habe meine eigenen Strategien da jetzt quasi schon so gemacht. Das wäre es dann eigentlich erstmal von mir. Ich hoffe natürlich, dass euch meine Bilder gefallen. Wir sehen uns wieder auf Instagram, Facebook und auf Twitch. Und in diesem Sinne, macht's gut and don't forget, be unique.